Ja, Andi, die Vorbereitung ist jetzt vorbei. Wie sieht's aus? Wie sehr freut ihr euch aufs Spielen, dass es endlich losgeht? Ja, wir freuen uns natürlich gewaltig. Die Vorbereitung ist vorbei, das ist natürlich erstmal super. Da wird ein bisschen weniger trainiert, das ist für uns alle gut. Und sonst natürlich ist das schön, wenn es losgeht, in eigener Halle gleich, vor eigenem Publikum sich mal präsentieren. Das macht schon Spaß, da freuen wir uns drauf. Die Fans beim ASV sind schon was ganz Besonderes. Wie siehst du die Fans? Ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Ich meine, ich gehe jetzt in eine 5. Saison hier, da kennt man schon einige. Die Halle hat immer gute Stimmung. Also ich meine, gerade bei den Spitzenspielen weiß man, was immer los war gegen Emstetten und so bei so Derbys. Und ich denke, dass das auch dieses Jahr wieder ordentlich was los sein wird. Der roten Wand auch im Hintergrund, dass man da ordentlich Stimmung kommt. Und ich habe heute mit meinem Nachbarn gesprochen, der war sich sicher, dass über 2000 in die Halle kommen. Da wollen wir mal gucken, was passiert. Ja, gegen Bietigheim wird die Halle wieder brennen. Wie sehr schätzt du Bietigheim ein? Ist einer der Mitfavoriten? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die waren letztes Jahr, glaube ich, auch auf 4 am Ende oder 5. Und die haben sich dieses Jahr, glaube ich, nochmal verstärkt, haben noch ein, zwei personelle Veränderungen gehabt, die, glaube ich, besser sind als dieses letztes Jahr. Und von daher werden sie, glaube ich, schon vorne wieder mit damit spielen und man wird am Ende sehen, wie weit oben sie stehen. Aber zumindest, ihr werdet ihnen nicht die Punkte kampflos geben. Nee, das auf keinen Fall. Ich meine, man weiß ja, im ersten Saisonspiel ist das immer alles schwierig und da suchen alle noch so ein bisschen nach ihrer Form. Das ist vielleicht auch ein Vorteil für uns. Und dass wir da zu Hause natürlich Gas geben werden und zu Hause jedes Spiel gewinnen wollen, ist klar. Und da wollen wir natürlich auch gegen Bietigheim das Bestmögliche rausholen. Okay, danke.